can't believe that he just did. Some things he will never forget. Good decisions he made are rare in his life. Consequences will pimp his life. Completely new beginning. Ein sonniges Hallo zu diesem neuen Video, Freunde. Heute geht's endlich hier um die Dinette hinter mir. Ich habe es ja schon mehrmals versprochen, aber jetzt ist es endlich soweit. Wie ihr vielleicht hinter mir seht, es hat sich schon unglaublich viel getan hier, aber dazu will ich heute natürlich nicht kommen. Das kommt alles später. Aber das ist auch der Grund, warum das im Moment wieder so schleppend geht mit den Videos. Das natürlich und auch das Wetter, was die ganze Zeit nicht mitgespielt hat. Jetzt ist ja endlich Frühling und auch das Wetter ist entsprechend. Das ist also super. Deswegen möchte ich heute mal auf die Dinette eingehen. Und zwar in dem ersten Teil zur Dinette, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, soll es um den Möbelbau gehen. Also was ich gemacht habe oder wie ich das Möbel gebaut habe und auch die Funktionalität des Bettumbaus möchte ich euch heute zeigen, wie ich das gelöst habe und wie das denn nachher, wenn es denn fertig ist, funktionieren soll. Hier hinter mir seht ihr, ist im Moment noch eine Matratze drauf, habe ich glaube ich auch schon erzählt, die ich extra für die Hunde gekauft habe, weil die Polster ja noch fehlen, die kommen ja auch erst beim nächsten Mal. Und was hier oben drauf liegt, sieht vermutlich für den anderen sehr interessant aus. Da will ich aber auch später noch drauf eingehen. Das ist eine ganz, ganz coole Sache, die mir die Firma Molab spendiert hat. Und die möchte ich euch demnächst noch im separaten Video zeigen. Die ist vielleicht nicht für jeden interessant, aber vielleicht für einige von euch. Aber heute, wie gesagt, geht es um die Dinette. Deswegen räume ich den Kram jetzt hier mal runter und auch die Matratze weg, dass ihr mal genau seht, wie es da drunter aussieht. So, ich hoffe, dass man das jetzt so entsprechend sieht. Also ich habe jetzt mal alles runtergeräumt. Hier seht ihr also die Dinette im Prinzip im Moment in der runtergeklappten Version Sofa. Das habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Wird im Prinzip dadurch erreicht, dass die Tischplatte, die jetzt hier schon drin liegt, seht ihr ja, einfach da reingeschoben wird. Die kann ich jetzt einfach rausziehen. Wenn ich die Deckel anhebe, kann ich sie auch nach oben rausziehen natürlich. Die nehme ich mal raus. Ignoriert bitte den Kram, der da noch drunter liegt, weil im Moment einfach hier noch Dauerbaustelle ist und deswegen halt hier auch alles noch mit Küchenrolle und Werkzeug vorliegt. Und natürlich Hundeleinen, weil ich das Auto ja wie gesagt auch im Alltag benutzen muss, solange es noch umgebaut wird auch. Und ja, das ist halt leider alles ein bisschen ja, nicht so optimal, aber es ist halt, wie es ist. Ihr kennt das ja alle selbst, wenn ihr sowas bastelt. Also die Tischplatte ist soweit auch schon fertig. Das ist eine Tischlerplatte. Da fehlen nur noch die finalen Lackierungen, oben wie unten. Ist fertig gefräst, fertig geschliffen, schon einmal lackiert und wieder abgeschliffen. Und was natürlich auch noch fehlt, ist halt die Aufnahme für die Wand. Die seht ihr ja, fehlt auch an der Wand noch. Und natürlich das Tischbein. Habe ich aber alles schon, ist drin. Ich muss allerdings gestehen, dass ich noch nicht weiß, wie ich das an der Wand hier hinten festkriegen soll. Hier, das soll ja irgendwie in dieser Höhe da oben. Und da muss man tatsächlich mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Dinette. Also ich habe hier zwei Bänke, die man aufklappen kann. Hier ist noch ein bisschen Krusch drin, also bitte mal ignorieren. Hier wird im Endeffekt die Batterie ihren Platz finden und auch die ganze Bordtechnik, also der Elektroblock und das Ladegerät und so weiter und möglicherweise sogar die Heizung, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Im hinteren Bereich ist einfach nur ein Deckel eingesetzt, den kann man runternehmen. Da seht ihr auch schon, da ist schon Heizungsverkabelung, da ist eine 230 Volt eine 230 Volt Verteilung und auch die Kabel schon gezogen für 12 Volt, also Kühlschrank, Licht und so weiter und so fort, was ja im Prinzip alles schon verbaut ist soweit. Und natürlich hier überall die Anschnaller für die Hunde, die habe ich mit den handelsüblichen Original Peugeot zur Ösen gelöst, also ganz easy eigentlich. Und in diese Bank hier wird nachher noch der Tank kommen, deswegen liegt hier auch schon der Schlauch drin und natürlich auch die Pumpe. Aber ansonsten ist der leer und hier könnt ihr auch gut sehen, wie ich das gelöst habe. Ich versuche mal, ob ich euch das so zeigen kann. Also hier diese, das ist halt ausziehbar. Und läuft im Prinzip einfach auf diesen Kunststoffprofilen. Zu diesem Zweck habe ich mir unten drunter, ich hoffe, dass man das sehen kann, hier so ganz kleine 5 mm starke Hölzchen drunter geschraubt und geklebt. Also es hält relativ gut. Die laufen hier vorne in dieser Führung einfach. Hier vorne sieht man es vielleicht am besten. Also das ist halt der erste, der hält das Ding zu. Also man hebt im Prinzip einfach das Ding ein kleines bisschen an, um es halt über diese... Man hebt es einfach ein bisschen an, um es halt hier drüber zu bekommen.
Und dann rastet es im Brücken, oder was, dann hat es halt einen kleinen Widerstand, dass es nicht von selbst rausrutschen kann. Mehr soll das ja nicht machen. Dann habe ich noch eine zweite Raste. Die braucht ihr nicht unbedingt, die habe ich nur gemacht, weil ja mein einer Hund Elvis mittlerweile 15 ist, letzte Woche geworden. Und der ist halt nicht mehr so ganz sicher auf den Beinen. Deswegen kommt es halt schon mal vor, dass der auch irgendwo runterpurzelt, wenn er irgendwo drauf ist. Hatte ich jetzt hier bei der Fahrt leider schon zweimal. Deswegen will ich einfach hingehen, dieses 1 Meter breite Liegeteil auf 1,20 verlängern. Und dafür ist diese Raste da. Dann kann ich es einfach im normalen Fahrbetrieb hier ausziehen und noch einen kleinen Einlieger reinmachen. Dann ist das Ding 1,20 und dann kann er viel, viel besser drauf liegen. Und die Gefahr, dass er runterfällt, ist nicht so groß. Dann kommen wir mal hier zwischen die Bänke. Hier seht ihr schon mal, hier ist wieder ein Ausströmer für die Heizung und eine 230 Volt Steckdose mit eingebautem USB. Die hätte ich noch rumliegen, auch noch eine zweite, die noch in der Küche unterkommt. Wobei ich ja plane, so gut wie nie an 230 Volt stehen zu wollen. Von daher werden diese Steckdosen die meiste Zeit wohl nicht in Betrieb sein. Aber dennoch habe ich sie mal eingebaut, weil wenn man denn 230 Volt hat, kann man es ja auch nutzen. Insbesondere auch die USB-Lader. Dann braucht man es ja nicht von der Batterie zu greifen, wenn man es über den normalen Strom hat. In diesem Kasten habe ich mir noch hier oben eine Klappe eingebaut. Aus dem einfachen Grund, dass man hier, wenn irgendwas wäre, nochmal an die Technik kommt. Also hier seht ihr, ist die 230 Volt Steckdose. Hier ist auch die Verschlauchung von der Warmluftleitung, von der Heizung, die dann irgendwann mal da noch reinkommt und eben der Wasserdruckschlauch. Und darunter seht ihr noch die Heizungsrohre von der Originalzusatzheizung. Auch, dass man an die eben noch rankommt, habe ich das so gelassen, dass man zumindest mal überall von oben noch mehr oder weniger gut rankommt. Wenn denn mal irgendwas wäre, dass man nicht das ganze Auto zerlegen muss oder zumindest nur einen Teil zerlegen muss, um da wieder dran zu kommen. Und deswegen komme ich jetzt auch mal zu der Art und Weise, wie ich das hier gebaut habe. Ihr seht hier überall diese Stuhlwinkel. Die beiden Bänke selbst habe ich insgesamt komplett verleimt. Die sind also mit einzelnen zugeschnittenen Teilen entsprechend verleimt. Hier oben habe ich auch schon gleich diese Einsparung mit zwei verschiedenen aufeinander. Das sieht man ja, hier sind einfach zwei Platten aufeinander geklebt. Das hält bombenfest. Trotzdem habe ich zur Sicherheit in die Ecken noch entsprechend diese Stuhlwinkel gemacht, weil die Bank ja doch eines der Teile ist, die am meisten belastet werden. Diese Teile dazwischen, die sind einfach nur nach dem Lackieren mit den Stuhlwinkeln fest. Also man könnte die einfach mit ein paar Schrauben wieder lösen und hätte die beiden Bänke auch wieder lose. Die Bänke sind natürlich auch nach unten hin verschraubt. Zudem sind die Bänke, das seht ihr hier in der Bildmitte, mit diesen das sind so Gewindebolzen, die haben an einer Seite halt so einen, nur so einen Knopf, der sich im Prinzip durchs Festziehen der Mutter auf der gegenüberliegenden Seite ins Material bohrt und dann halt fixiert. Die finde ich ganz praktisch, weil die halt keine Ecken, keine Kanten haben. Da könnt ihr auch ein Polster davor machen, ohne dass da irgendwas passiert. Also das habe ich auf jeden Fall hier so gemacht. Und genauso ist auch der Oberschrank im Prinzip sowohl an dieser Seite an dem Hochschrank fest, als auch an der gegenüberliegenden Seite hier vorne an diesem Kunststoff, was werkseitig halt vom Auto schon da ist. Also ich habe einfach hier diesen unteren Deckel abgenommen, habe dann hier hinten drei von diesen Bolzen durchgemacht. Beziehungsweise hier habe ich normale Gewindeschrauben genommen mit einem Sechskantkopf, so Schlossschrauben halt. Weil da ist es ja egal, da sieht man sie ja nicht. Und halt den Deckel wieder drauf gemacht. Ihr seht, der ist noch nicht fertig, also hier vorne fehlt auf jeden Fall noch was, um das hier halt zu verblenden, wo halt festgeschraubt ist. Aber hier seht ihr gut, wie er festgeschraubt ist. Ich habe mir einfach hier auf dem Blech, wo diese oberen Teile fest waren, an denen halt der Dachhimmel, diese seitliche Verkleidung vom Dachhimmel fest war, da waren so so Aluminiumbleche im Prinzip, die da drauf geschraubt waren. Und da waren schon Gewinde drin, deswegen konnte man das wunderbar machen. Deswegen habe ich hier, das sieht man ja hier an der Seite noch ein bisschen rausgucken, einfach so eine Latte mit einer Gewindeschraube reingemacht. Die zusätzlich natürlich auch noch verklebt mit Montagekleber. Darauf halt so ein Winkel, der im Prinzip dieses Brett hier schon trägt. Und das hier auch nochmal mit entsprechenden Winkeln miteinander verschraubt und auch verklebt. Das wird wahrscheinlich schon ganz gut halten, glaube ich. Hier fehlt allerdings noch der Griff, wie ihr seht, und auch das Innenleben ist noch nicht da. Liegt einfach daran, dass ich in meiner Planung ein bisschen mies war und habe ganz viele Teile nach Bremen zu meinem Bekannten schicken lassen, bei dem ich eigentlich in der Werkstatt das Auto fertig machen wollte. Jetzt hat aber ja leider das Wetter nicht mitgespielt, weswegen wir das halt canceln mussten. Aber meine Sachen liegen halt immer noch da. Die werde ich jetzt demnächst mal abholen müssen. Ist jetzt natürlich sau dumm, aber es ist nicht zu ändern. Und genau. Und wenn das halt da ist, also wenn ich entsprechend dann die Griffe und sowas habe, dann kann ich halt auch den Abstand
zum Innenleben. Also hier kommt ja noch ein Boden natürlich rein, was die meisten Ausbauhersteller heutzutage sich auch sparen, möchte ich aber nicht machen, weil der größte Schrank nutzt euch ja nichts, wenn ihr keine Unterteilung drin habt. Ich meine, man hat ja nicht nur hohe Sachen, die man da reinmacht, sondern man hat ja auch T-Shirts und Co. Und ich kann jetzt hier nicht einen halben Meter T-Shirts stapeln oder sowas, das macht man ja nicht. Deswegen ist halt für mich ein Zwischenboden absolut Usus, der muss da rein. Und auch in der Mitte kommt noch eine Unterteilung, um halt auch das hier noch ein bisschen zu stabilisieren. Das ist ja nur 12er Material und ihr seht ja hier selbst, das gibt natürlich immer noch ein bisschen nach, solange da keine Stabilisierung dazwischen ist. Die Klappe selbst habe ich mit solchen Federscharnieren ausgestattet. Die funktionieren sehr, sehr gut. Die halten die Klappe, wie ihr seht, auch gut oben. Das Material hier ist Okume-Sperrholz. Das ist so ein afrikanisches Holz. Habe ich schon mal bei meinem Toilettenhocker verwendet. Habt ihr vielleicht gesehen? Das ist ein sehr, sehr leichtes Holz. Also das ist bei gleicher Stärke ungefähr halb so schwer wie dieses Birkenholz hier. Ist aber genauso verleimt, also auch seewasserfest verleimt. Was halt einfach den Vorteil hat, ist, widersteht im Prinzip jeder möglichen Temperatur und feuchte Situation, die ihr mit so einem Fahrzeug halt habt. Und zudem sieht es einfach auch noch schön aus. Also ich mag es sehr gern, weil es halt diesen Rotton hat und der hebt sich schön ab von dem übrigen Holz, finde ich. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, ich mag halt echtes Holz. Und deswegen habe ich das halt auch nur mit Klarlack überzogen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es hochglänzend machen soll, was ja im Moment so in ist. Allerdings sieht man da ja auch jeden Fingerabdruck drauf. Und zudem kommt noch hinzu, wenn man da sich ein kleines bisschen, oder nicht, ein kleines bisschen nicht so genau arbeitet, dann hat man direkt, oder sieht es direkt, das ist halt jetzt bei Seidenmatt nicht der Fall, dass es trotzdem halt mehrfach geschliffen und mehrfach lackiert. Also es ist ganz, ganz glatt, ihr könnt da trotzdem drüber fahren, hat aber eine matte oder eine seidenmatte Oberfläche. Also sehr, sehr schön. Und genauso habe ich das im ganzen Fahrzeug gemacht. Mit Ausnahme von drei Stellen. Die zeige ich euch aber, wenn wir soweit sind. Ja, das soll es jetzt, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber das sollte es jetzt erstmal zu diesem Teil vom Möbelbauer gewesen sein. Wie gesagt, ich habe die meisten Sachen nur verschraubt. Die Bänke sind komplett verleimt. Hier oben sind Teile verleimt und zusätzlich halt verschraubt. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich mir nicht ganz so sicher war, ob wenn ich das oben nur verschraube, ob dann nicht Knarzgeräusche oder sonst was auftreten. Die habe ich im Moment leider immer noch ein kleines bisschen, was aber an dieser Klappe liegt. Je nachdem, wie gerade Temperatur und sowas ist, habe ich festgestellt, dass halt die Klappe dann ein bisschen ja, klappert halt, weil sie einfach nur im Moment an den Ecken aufliegt. Weil ja da im Moment halt, wie gesagt, unten noch was fehlt, aber das wird sich halt geben, sobald das behoben ist. Denn im hinteren Bereich ist ja schon deutlich mehr. Das Badezimmer ist fast fertig. Das seht ihr in einem der nächsten Videos. Und da ist es auf jeden Fall so, da knarzt nichts. Das ist alles miteinander verschraubt. Das stabilisiert sich halt auch gegenseitig. Das ist also das gleiche Prinzip, was ich hier oben halt auch gemacht habe. Also der Oberschrank stabilisiert ja den Hochschrank und umgekehrt. Und genauso geht es im Prinzip in dem ganzen Ausbau weiter. Also auch dieses Badezimmer ist sowohl an dem Hochschrank festgeschraubt als auch an der Wand zur Küche. Und die Oberschränke stabilisieren dann nochmal diese einzelnen Teile von außen und umgekehrt. Also ich denke, keine Ahnung, also es gibt keine, glaube ich, keine Gewalt, die das hier auseinanderreißen kann, außer man schraubt es wieder komplett auseinander. Ich glaube nicht, selbst bei einem Überschlag, dann bricht vielleicht das Holz oder sowas, aber dass da irgendwas abgeht, halte ich für sehr unwahrscheinlich, zumal alles nochmal nach unten hin in den Boden verschraubt ist, der ja, wie ich beim letzten oder vorletzten Mal schon gezeigt habe, komplett flächig geklebt ist. Und dann nochmal verschraubt ist, also da kann eigentlich nichts passieren. Ich denke, dass das die Lösung ist, um das Fahrzeug sehr, sehr stabil zu machen, trotz dem dünnen Material. Ich habe überall halt nur 12er Material verwendet, mit einziger Ausnahme von den, also zum Beispiel die Tischplatte ist eine 22er Platte, die Arbeitsplatte in der Küche wird eine 18er Platte und auch im Badezimmer die Arbeitsflächen sind 18er, aber auch nur aus dem Grund, weil es schöner aussieht. Wenn das halt so eine ganz dünne Platte ist, sieht es halt nicht so schön aus und so eine Arbeitsplatte, die ist halt einfach mal ein bisschen dicker und die ist auch ja in sich dann ein bisschen stabiler und also verzieht sich halt nicht so leicht, weswegen ich halt mich dafür entschieden habe. Gut, das war's für heute. Beim nächsten Mal seht ihr wahrscheinlich die Polster, die dazugehören. Allerdings noch ohne Bezüge, weil die muss ich erst noch, wie gesagt, noch nähen lassen und muss mal gucken, wer mir das machen kann. Ich könnte das theoretisch auch selbst, aber das ist mir ehrlich gesagt, irgendwann übersteigt es auch meine Zeit und Platzmöglichkeiten, die ich in dem Häuschen da drüben habe. Weil im Moment halt alles noch voll Werkzeug und Holz steht und ich ja noch nicht ganz fertig bin. Wenn ich jetzt auch noch eine Nähmaschine aufstelle, dann, nee, das haut leider nicht hin.
Und deswegen werde ich wahrscheinlich gucken, ob mir das ein befreundeter Schneider nähen kann oder ob meine Mutter das nähen kann oder wie auch immer. Das muss ich mal gucken. Aber ihr werdet das ja sehen. Beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall erstmal den Polstern widmen. Und vermutlich wird es irgendwann nochmal eine Folge geben, wenn das alles fertig ist. Also auch hier das Innenleben drin ist und die Griffe dran sind und die Polster mit Bezügen fertig sind, werde ich das alles nochmal im Gesamten zeigen. Ich muss im Moment ein bisschen draufhalten, dass ich, wie gesagt, halt meine Sachen, die noch in Bremen stehen, da einfach abholen kann. Da ist halt der Kühlschrank, da ist das Kochfeld, da sind die ganzen großen Sachen, die beiden Wassertanks sind da. Und ich würde ja irgendwann auch gerne mal fertig werden, dass wir dieses Jahr noch irgendwann loskommen. Und ja, deswegen hat es im Moment ein bisschen gestockt. Aber ich hoffe, dass wir jetzt insbesondere, wenn ich mit dem Ausbau fertig werde, sind ja die Videos noch lange nicht am Ende. Und dann werde ich halt viel, viel mehr Zeit haben, mich um die Videos zu kümmern. Und dann geht es wahrscheinlich auch vielleicht sogar wieder im wöchentlichen Takt. Das werden wir sehen. Für heute soll es das auf jeden Fall mal gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. But my star is not next to you.